In der Tat. Und der Hexenstab bestätigt meine Annahme. Welch brillante Schlussfolgerung. Es ist mir eine Ehre, jemand mit eurem Verstand als Lehrerin gehabt zu haben, Frau Schleifstein. Oh Gott. Da konnte ja nichts aus ihm werden. Sie war seine Lehrerin, armer Flammenberg. Kein Wunder, dass er es hier ist. Oh, Foreshadowing. Wie es ja schon mal erwähnt wurde. Mir wurde schon vorgeworfen, ich hätte eine Aufnahme verkackt und dann eine neue gemacht. Und deswegen hätten wir so vieles... Nee, voll. Wirklich das, nicht. Das war wirklich Zufall, wir schwören. Das war Zufall alles. Ja, Ich würde das Eides stattlich versichern oder drauf ein Eid ablegen. Sonst wäre es auch nicht so lustig. Ja, eben. Ja klar, wir machen das Ganze zweimal und das noch mit Absicht. Ja, wir haben im Grunde das Spiel doch schon durch. Müssten wir, also wenn es nach der Zeitspanne geht, müssten wir es eigentlich schon 20 Mal durch haben. Richtig. Unsere Abteilung für okkulte... Mein Papier. Unsere Abteilung für okkulte Verbrechen kam zum gleichen Schluss. Phoenix! Ich habe sie gefunden! Nein, Sophie! Oh. Ich habe sie gefunden, die Seite mit dem violetten magischen Kristall. Der Spruch nennt sich... Umbra! Umbra? Was für ein Spruch ist das denn? Ja, Umbra. Moment, das ist die weibliche Version von Umbro. Und das ist eine Klamottenmarke. Oder? Oder Sporttaschen? Ich weiß auch gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Umbro, das klingt komisch. Umbro? Umbro ist doch, ist das nicht Spanisch für schwarz? Nee. Oder dunkel oder so? Nee, schwarz ist oder doch... Oder italienisch? Das vielleicht noch, aber schwarz auf Spanisch ist doch eigentlich was anderes. Ich weiß aber nicht, was. Oder vielleicht ist es doch so. Deswegen weiß ich es gerade nicht. Ich kenne Blanco. Ist weiß. Und Verde ist grün. Und Rojo ist rot. Und Gelbo ist gelb. Nein. Azur ist blau. Ich muss halt immer an diesen Sänger oder denken. Azul? Roberto Umbro. Ja. Umberto was? Roberto Umbro. Den kenne ich auch nicht. Na, wie auch immer. Kind. Roberto Blanco. Ach so. Oh. Der Zauber. Umbra! Wer an diesen violetten Kristall gebunden ist, beschwört eine fürchterliche... Schattengestalt! Diese Schatten erscheinen aus dem Nichts, gleiten durch die Luft und verschwinden wieder, sobald ihre Aufgabe erfüllt ist. Klingt böse. Die Hitman der Magiewelt. Oh, aber das ist doch nicht... Sie sind bösartige und blutdürstige Geister, die von Hexen eingesetzt werden, um ihre niederträchtigen Verbrechen auszuführen. Hm. Böse Geister? Schatten? Glaubt ihr wirklich, dass die Hexe einen dieser Schatten eingesetzt hat, um... Boom! Ein Schatten riss Herrn Direktor aus dem Leben und nun ist er wieder aufgetaucht. Der Victor? Der verblichene. Was? Naja, ein Schatten riss Herrn de Victor aus dem Leben und nun ist er wieder aufgetaucht. Als Zombie? So. Der verblichene Herr Zylinder wollte den bösen Geist wohl mit seinem Messer abwehren. Aber was nützt ein Messer gegen eine okkulte Kreatur? Sie erfüllte die ihr zugetragene Aufgabe und verschwand dann. Daraus können wir eines folgern. Herr Direktor und Herr Zylinder wurden beide... Von der gleichen Hexe! Ermordet. Aber er wurde doch vergoldet. Was? Das geht gar nicht. Er ist golden, er ist nicht tot. Welch unerwartete Wendung. Die beiden Vorfälle hängen also zusammen. Das erscheint mir plausibel. Schließlich wurde in beiden Fällen der gleiche Hexenstab benutzt. Thalea Magica in Gerichtsakt aktualisiert. Okay. Der Zauber Umbra wurde im Liber Magi markiert. Okay, ruft eine Schattengestalt herbei. Obwohl sie eine physische Gestalt besitzt, ist sie völlig schwerelos. Physische Gestalt, aber wie soll sie dann aus dem Raum gekommen sein? Oder verschwindet ja dann einfach wieder so, ne? Mhm. Okay, dann wäre das möglich, den so umgebracht zu haben.
Nee. Oh. Es sei denn, die Schattengestalt selbst kann auch den Zauber Goldor sprechen. Nein, ich meine jetzt in den ersten Fall. Da ist er ja nicht vergoldet worden. Er ist dann nee, nur... ja, okay, das stimmt. Ja. Ich würde ja gerne mal wissen, warum jemand Goldor auf die Ziege gesprochen hat. Vielleicht war das einfach nur... eine... ich meine, er war ja Alchemist. Ja. Vielleicht ist die vielleicht ja nicht vergoldet, war er die Hexe. Die gemacht. Er war eine Hexe. Er ist nicht tot. Ah. Haben wir ihn hier autopsiert? Siehst als ob du? Die das jemals Teil tun würden. Oh, wie schrecklich. Jetzt werfen sie Maya schon zwei Morde vor. Naja, es macht eigentlich auch nichts, oder? Wenn sie für den einen sowieso verbrannt wird. Was soll denn passieren? Soll sie zweimal verbrannt werden? Die Asche wird verbrannt. Boah, ist das gemein. Oje, oje, Mini, ich hatte also recht, wie immer. Nö. Dieser grausame Mord wird Teil der nächsten Klassenarbeit. Schreibt also besser mit, denn ich gebe euch nur die Wahrheit preis. Nun, wir sind ganz Ohr, Frau Schleifstein. Aber wir sollten ja niemanden cross-examinieren. Ach nee, oh. Ah, okay, ah. Jetzt haben wir was Neues. Sollen wir nochmal angreifen? Ja. Moment mal! Habt ihr diesen Schatten oder Geist tatsächlich gesehen? Oje, oje, Mini. Nein, hab ich nicht. Als dieser Knirps die Tür öffnete, war der Geist wohl gerade verschwunden. Hatte der Junge nicht die Tür eher geöffnet, hätte der Junge die Tür eher geöffnet, wäre der Geist zweifellos von uns zu erblicken gewesen. Boah. Wäre doch nur mein Schüler. Ich hätte ihm die Trödelei schon lange ausgetrieben. Oh ja. Ja, die trifft da genau den Nerv von ihm. Hat er was gesagt? Ja. Außerdem an der Stelle spätestens, oder? Weil er ist der Lehrling des Professors, also niemand darf das in Frage stellen, vor allem nicht so eine wie die da. Sekunde! Ist alles in Ordnung, Luke? Du siehst so aus, als hättest du gerade über etwas gebrütet. Ach! Nichts ist in Ordnung, gar nichts! Würdest du gern deine Meinung zu Frau Schleifsteins Aussage äußern? Ich sage es doch schon die ganze Zeit. Der Professor würde nie im Leben ein Messer auf irgendjemanden richten. Uje, uje, Mini, welch ungezogenes Gehör. Ich sag euch, ich sah ein Messer. Ich konnte das Schimmern dieser scharfen Klinge eindeutig sehen. Wie wir sehen können, wissen wir jetzt Folgendes. Der Arm des Opfers ist verschwunden. So haben wir auch keinen Beweis, dass er wirklich ein Messer hatte. Details, alles Details, es ist unbedeutend. Alles nur Details, unbedeutend? Meine Güte, eine Sache beschäftigt das Gericht. Wo ist nun dieser ominöse Arm? Gute Frage, wo könnte ein Arm sein? Nein, ich sag's nicht. Was? Wieso? Nee. Doch. Nein. Doch. Wenn wir fertig sind. Jetzt musst du. Ich wollte sagen, unter der Brücke. Was? Weil Arme unter der Brücke hausen. Richtig. Oh. Das ist fies, es tut mir leid. Ah. Genau, jemand sollte der Sache nachgehen. Guck dir den mal an. Hey, Fragen. Vor allem, guck dir da auf dem oberen Bildschirm an, wie Luke aussieht. Das Gesicht. Das freut mich. Fröhlich? Nicht fröhlich. Ah. Fröhlich? Nicht fröhlich. Hallo. Hallo. Sekunde. Oh, ich fahre über mein Kabel. Oh. Ja. Na komm.
Ja, wie das bei Elektroautos auch der Fall ist. Ja. Man sieht mich ja gar nicht mehr. Oh, hat sich deine Kamera schon wieder verabschiedet? Nee, Joey stand vor mir. Ach so, okay. Das ist viel besser. Kuschel. Na? Na? Ach so, Herr Vidian, möchtet ihr uns vielleicht eine Kleinigkeit mitteilen? Moment. Yep. Herr Vidian! Mann, ihr habt mich gefälligst, Vidian der Erste zu nennen. Ihr Blaumeier. Schlaumeier, Blaumeier. Euresgleichen sollte jemanden wie mir Respekt zollen. Mir, einem bald schon reichen Mann. Ihr scheint ja recht zuversichtlich zu sein, was eure goldene Zukunft angeht. Oh. Moment, genau, er will sich den Leighton einheimsen. Er will sich den Stab einheimsen. Auch gut. Meine Zukunft geht euch einen feuchten Heuhaufen an. Aber was soll das? Was glupst du mich so an? Ich weiß nichts über irgendwelche Arme und komische goldene Typ. Ah. Ah. Kommst du auch drauf? Jetzt habe ich's auch. Ja, Ja, ja. Ich ja. weiß, wo der Arm abgeblieben ist. Tatsächlich, unter seiner Brücke. Verzeihung, Phoenix. Was gibt's, Sophie? Vielleicht irre ich mich ja, aber mit diesem Kerl stimmt irgendwas nicht. Meinst du nicht auch, dass er, verdächtig aussieht? Also erstmal sieht er ziemlich blau aus, obwohl er, naja, vielleicht einen blauen Edelstein da am Finger hat, aber sonst. Ah, und so ein komisches Glöckchen da oben am Kopf. Hier, Weihnachtsdeko. Das ist ein Weihnachtsbaum. Und ob ich das meine, alles an ihm ist so zwielichtig, dass ich alle paar Sekunden nachsehen muss, ob er nichts geklaut hat. Herr Vidian, tut doch bitte nicht so, als wüsstet ihr nichts über den fehlenden Arm. Also tun als ob. Ich weiß von nichts, nada, null, niente. Ich hab das Teil nicht gesehen oder davon gehört oder es mir gegönnt. Es euch gegönnt? Ich weiß nicht, echt nicht. Bei meinem Reichtum, ich hab damit nichts am Hut. Ja. Oh. Hä? Hä? What the fuck? Wer ist der denn Was ist wieder? denn jetzt wieder? Das ist doch einer, den kennen wir auch schon irgendwie, aber wer? Ruhe, wer seid ihr überhaupt? Endlich kam mal wieder der Ruhe-Running Gag. Ruhe im Gerichtssaal. Ah! Herr Wucher. Der stand in der Straße, glaube Ihr wollt wissen, wer ich bin? Ich bin Wucher, der Pfandleiher. Ich weiß nicht, hattest du den oder ich? Ich habe keine Ahnung. Und dieser Kerl ist ein schamloser, betrügerischer Lump. Er hat es gewagt, mir ins Gericht zu lügen, ins Gesicht zu lügen. Was meint ihr damit? Oh, das erzähle ich euch liebend gern. Am Tag des Verbrechens kam Vidian in mein ehrbares Geschäft. Er kam zu mir geschlendert und meinte, er hätte da etwas für mich. Ein herrliches Kunstwerk, ja, eine echte Rarität. Ich glaube, ich weiß, was gleich kommt. Es war ein Gemälde. Dieses Kunstwerk. Meint ihr etwa? Hier ist es. Wusch. Ey, weißt du was, ich hab sowas Ähnliches. Moment, Moment. Und zwar, ich habe hier eine Collector's Edition von Ach so, Metal Gear habe Solid ich auch. The Phantom Pain.
Was, du hast die Collectors Edition auch? Moment, ich gucke mal. Und da drin ist zufällig auch ein Arm. Sieht man das gerade? Ah. Ach so, du hast hier nicht ausgepackt. Nein. Da ich an der schon. Seite. Ich nicht. Und wie ist dein Arm so? Ich habe versucht, welche Geste er machen soll. Ja, ich kann mir denken, welche Geste du meinst. Würde ich mir am liebsten eigentlich auch so irgendwo in den Hintergrund stellen, immer in dieser Geste. Oder für den Fall, dass ich jemandem mal diese Geste zeigen möchte. Oh, es gibt da übrigens einen Trick. Ich muss mal sehen, ob ich den gerade schaffe. Ist gut, um Rücken zu kratzen und auch um Schuhe anzuziehen. Hm. Hier, ich kann drei Mittelfinger zeigen. Mega! Toll! Megafinger. Aber das ist cool, das ist der Layton-Finger. Nein, das ist der. Oh ja. Das ist der Mario! Das habe ich jetzt wieder gehört. Tja, ist ja auch laut gewesen. Das ist richtig. Hier ist es, okay. Aber warum haben wir jetzt gerade dieses Ding geöffnet mit der Schattengestalt? Habe ich das gemacht? Ich weiß nicht. Also hier haben wir Goldor, wir haben sogar noch Videos, wir haben sogar noch Inflammatio. Ist ja ein Ding. Na gut. Hier ist es. Zurück. Ja. Okay, dann ist das versehentlich aufgegangen. Denke ich. Ich wusste es. Du? Hä? Wann machen wir eigentlich mal Cut? Oh ja, gleich. Wo Joey jetzt schon von mir rumkrabbelt. Geht gleich los mit dem Cut. Ich will das nur noch zu einem Ende bringen. Also, okay. Nicht den ganzen Fall, aber... Das ist doch... Musst du jetzt sagen. Das ist doch... Das ist der Mario! Okay. Ja? Du! Hast du meine gesagt? Hab ich doch schon. Ach so. Meine. Ach, jetzt kommt das meine erst an bei mir. Alter, ist das spät. Okay, ich würde sagen, wir sollten dann doch lieber jetzt schon einen Cut machen. Denn... Professor! Ja, eben. Okay. Ja, dann müssen wir das leider jetzt schon tun. Speichern okay. Wir mal. Schade, an so einer spannenden Stelle. Na gut, aber... Cliffhanger. Mir ist sie... Ich habe hier das Papier wieder verloren. Oh. Okay, dann wissen wir ja schon mal, wie es das nächste Mal weitergeht. Ungefähr. Jawohl. Wir haben jetzt zumindest Laytons Arm gefunden. Jetzt müssen wir ihn nur noch irgendwie ranbekommen. Kann man mit dem Goldzauber wenigstens das Ganze wieder rückgängig machen, aber dafür bräuchte man ja wieder eine Hexe, oder? Kann doch Maya machen. Und dann wird sie sofort verbrannt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also erstmal zugeklappt, eingepackt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.